Willkommen hier zurück zu Resident Evil Village. Und ja, wir sind wieder hier. Ich hatte das letzte Mal gesagt, genau, erstmal ein Rauchen, dass ich hier nochmal speichern gehe. Und da habe ich euch ja nicht mitgenommen, weil ich dachte, den langen Weg zurück ist jetzt mal egal. Ich würde jetzt aber, bevor wir weitergehen, gerne noch eine Sache machen wollen. Denn ich will mal gucken, ob wir nicht vielleicht hier unten noch was mitnehmen können. Ne, wir müssen sowieso später nochmal hier runter. Oder sollen wir das später machen, weil wir eh nochmal hier hin müssen? Ich weiß nämlich, dass ich hier unten noch was vergessen habe, auf jeden Fall. Deswegen wäre die Frage, ob wir das jetzt machen oder später. Ich guck mal eben, wie sieht es denn mit der Muni... 79 Schuss. Ich glaube, das ist okay. Da muss ich, glaube ich, erstmal nicht in den Keller. Nee, ich denke, das passt. Wir haben so viel Muni. So, wo müssen wir denn als nächstes hin? Ich muss mal gerade gucken. Im Prinzip Innenhof, ne? War ich das letzte Mal. Ja, Innenhof und dann Lady Dimitrescus Gemächer finden. Ich guck mal gerade Schlafgemach. Lady Dimitrescus Gemächer, da oben ist das genau. Badehaus. Achso, er ist das. Badehaus. Halle der Verzückung. Auch schön. Gut, wir gehen erstmal wieder nach oben. Ich muss gerade nochmal gucken. Wir brauchten ja, glaube ich, diese ganzen Embleme, die wir einsetzen müssen. Haben wir denn noch irgendwelche Sachen dabei, wo wir das mit öffnen können? Ich muss mal gerade gucken. Oh, wir haben auch gar keine Schätze mehr dabei. Hui, habe ich alles schon verkauft. Mir ist nämlich im Nachhinein so eingefallen, vielleicht hätten wir den Torso nicht sofort verkaufen sollen. Denn, ja, vielleicht hätte es ja noch was gegeben, ne? So, das haben wir gesehen. Ach ja, Hofschlüssel war hier drin, genau. Hofschlüssel, jetzt erinnere ich mich wieder. Entschuldigung, ich war ein bisschen raus gerade. Genau, wir gehen jetzt wieder runter. Und raus auf den Hof. Ja, nee, heute nicht. Sehe ich nicht. So, hier ist zum Glück offen und hier kannst du nicht rein, weil kalt. Und hier müssen wir nämlich auch raus. So, es wäre schön, wenn ich die hier reinlocken könnte, weil hier... Fenster. Ich mach das mal auf, ne? Nur für den Fall. So, und hier ganz interessant. Als ich zurückgelaufen bin, waren hier nämlich Gegner gespawnt. Der ist hier... Doch, ich höre ihn doch. Der ist hier irgendwo. Hier waren Gegner gespawnt, die mir dann auf den Sack gehen wollten, wo ich dachte, warum wollt ihr mir jetzt auf den Sack gehen? Was ist euer... Da ist er. So, hier ging es ja nicht rein. Das Schöne ist, die sind sehr langsam. Das heißt, ich kann denen davonlaufen. Das ist egal. So, hier brauchte ich eine Schlüssel. So, moin, Mr. Schwert. So, der ist mir egal. Wie gesagt, den können wir ja entkommen. Warte mal, wo muss ich jetzt nochmal hin? Ach, da oben. Ja, ja, komm. Ei, ei, ei. Komm zu Smergol. Nee, heute nicht. So, da drüben. Da ist die Tür. So, keine Ahnung, warum die hier spawnen oder warum hier einer kommt. Vielleicht ist er irgendwo oben runtergesprungen. Keine Ahnung. So, und wir hatten hier alles durchsucht, ne? Dann gehen wir jetzt mal hoch. So, ich meine, ich hätte das hier auch schon geöffnet, ne? Ich meine, ich hätte hier doch schon soweit genau Badehaus. Da hatten wir das Wasser abgelassen. Stimmt, ich erinnere mich. Ach, das ist das, wenn man immer mal ein paar Tage nicht aufnimmt. Dann kann man schon mal das ein oder andere vergessen. So. Genau. Hier war schon offen. So, hier hatte ich auch alles, ne? Ich guck mal gerade. Ja, da hinten war zu. Da kann man nicht rein. Wir brauchen ja hier für die Schlafgemächer brauchen wir noch einen Schlüssel. Da kommen wir jetzt noch nicht rein. Oh Mann. Ja, ja, ich weiß wieder. Ich weiß wieder, wo ich aufgehört habe. Unten bei dem roten Wasser. Mhm. Da freue ich mich drauf, dass ich da jetzt rein darf. Oh, oh Gott. Ja, da müssen wir jetzt durch. What the hell? What the hell ist das richtige Wort. Oh Gott. Hier ist doch bestimmt allerhand, ja? Hier ist allerhand. Hier dürfen wir da... Oh Gott, was? Warum denn hier? Warum ist denn hier bitte ein... Warum ist denn hier eine Wand zum Verschieben? Liegt hier eigentlich was im Wasser? Da ist wahrscheinlich was im Wasser. Ich wette, hier springt gleich irgendwas aus dem Wasser raus. Wie viel habe ich für die... Aber gut, wir haben die Waffe ja ein bisschen verstärkt. Vielleicht... ja, na klar.
Ach, die machen hier den Perlentaucher. Ja, ich glaube auch. Ich nehme mal, ne? Ich nehme mal. Kein Bock auf Perlentaucher. Ja, na klar. Schnauze. Solange der alleine ist, ist mir das egal. Oh, da habe ich einer zu viel geschossen, aber wir haben ja genug Muni. Diesmal kann uns nichts passieren. So, hier hinten war noch. Wieso stolpert der nach vorne, wenn ich dem geradeaus in den Kopf schieße? Das ist irgendwie. Naja. So, da könnte ich zumachen. Warum könnte ich das? Warum soll ich das? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Weil die können mich ja dann umlaufen. Ah ja, okay. Ich mache hier mal zu, ne? Ich weiß noch nicht wofür. Aber vielleicht. Ja gut, jetzt kann der nicht zu mir. Und ich kann ihn hier locker abschießen. Das ist so gesehen gar nicht mal so doof. Ja. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber wir haben es einfach mal gemacht. Oh Gott, ich übersehe hier doch bestimmt was, ne? Ich hoffe, hier liegt nichts im Wasser drin. Oh Mann. Ja, so gesehen war das gar nicht mal so schlecht, dass ich den dahin gelockt habe. Ah, da, okay. Ich töte die mal, ne? Weil ich wette, dass die nämlich am Ende nochmal wiederkommen. Die gehen relativ schnell tot, ne? Gegenüber jetzt den Lykanern. Oh Gott, ich will gar nicht dran denken. Das ist voll das Grusellabyrinth hier unten, ne? Ach ne, hier wollte ich gar nicht. Ich wollte hier drauf gucken. Okay, wir haben noch was übersehen. Irgendwas ist hier noch. Ich glaube nicht, dass das da vorne im Gang ist. Irgendwo ist hier noch was. Wir müssen uns viel genauer umsehen. Wenn ich nachher mal an eine Stelle komme, an der ich das euch zeigen kann, werde ich nochmal näher drauf eingehen, weil es ist doch mehr wie Resident Evil 4 an manchen Stellen oder an einer bestimmten Sache, besser gesagt, als man denken könnte. Und wenn wir so eine Stelle finden, sage ich euch warum. Denn das ist mir nämlich im Nachgang nochmal aufgefallen, als ich in meine Let's Plays geschaut habe, beziehungsweise in die Folgen, dass ich da was übersehen habe an einer bestimmten Stelle. Und ich wette, dass es solche Stellen noch öfter gibt. Und das heißt für mich, dass ich noch genauer gucken muss. Leider. Kann man denn eigentlich... Nein, das wollte ich nicht. Die Säcke hier runterschubsen können wir auch nicht. Das sollte ich hier übersehen haben. Oder ist es wirklich vorne im Gang? Also hier ist es ja nicht mehr. Weil wie gesagt, rote Räume bedeuten, dass man noch etwas vergessen hat. Die das rote hier, das rote Wasser auch für den Wein benutzen. Also ich weiß ja nicht, ob das hier Blut sein soll oder Wein. Also wenn das Blut ist, dann, mein lieber Mann, dann ist das ganz schön viel Blut. Ja, ich glaube tatsächlich, das war es hier. Ich weiß nicht, warum das noch rot ist, warum ich hier noch was übersehen haben soll. Wahrscheinlich bin ich schon 30 Mal dran vorbeigerannt. Oder ist es hier vorne? Ein kleines Stück haben wir ja noch. Das war's. Okay, alles klar. Ey! Da kannst du aber auch nicht ausweichen, ne? So, ciao. Ich glaube, 5 Schuss waren das, ne? Ich habe nicht genau gezählt. So, ein paar Evelyn-Gedächtnisschuhe. Oder auch Lara Croft könnte das auch sein. Sehe ich nicht. So, warte kurz. Schöne Reihe mal. So.
So, ich denke nicht, dass ich die alle umbringen muss, aber ich mache es mal einfach. Falls wir nämlich nochmal hier durch müssen, habe ich dann wenigstens schon aufgeräumt. Hat auch ganz schön viel Muni gekostet, ne? Leider. Die 10, die wir hier gefunden haben, das hat jetzt nicht unbedingt so viel ausgeglichen, aber ich habe gut geschossen. Da kann man einem schon mal auf die Schulter klopfen. So. Ich hoffe, das war's hier im Gruselkeller. Natürlich noch nicht, okay. Ja, 5 Schuss waren das jetzt, ne? Bisschen Muni? 5 Schuss, naja. Gut, ich sag mal, das ist immer noch besser als nichts. Was haben wir hier? A little Aufzug. Ein Personenaufzug. Was hat's eigentlich mit dem... Warte mal, wie geht nochmal der... Der Fotomodus geht nicht immer, ne? Ich wollte nochmal gucken, was der Fotomodus eigentlich kann. Das habe ich noch gar nicht probiert. Ist die Windmühle. Da will ich auf jeden Fall noch hin. Das ist bestimmt interessant. Oh, diese Resident Evil 1 Fields hier mit der Außenterrasse. Ah, gleich kommen wir mit der Hundepfeife hier und müssen einen Hund anlocken oder so. Telefon. Das war bestimmt nicht laut. So, jetzt hier. Fotomodus. Fotomodus? Okay. Was kann ich hier machen? Warte mal. Kamerawinkel, Kamera, sonstiges. Rahmen, Logo, Effekte. So, Blickwinkel. Was kann ich denn hier machen? Da vorne ist übrigens ein Kleid. Halt. Oh, da gab es Fotograf. Da gab es ein Achievement. So, plus, minus. Ich kann hier irgendwie gar nichts machen. Erscheinungsbereich anpassen. Plus, minus. Wo kann ich denn hier... Hä? Ich drücke hier drauf, aber da passiert gar nichts. Mal Q und E kann ich nur wechseln. Neigung der Kamera anpassen. Ich habe keine Ahnung, wie der Fotomodus funktioniert. Funktioniert nicht. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Oh, oh! To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. Was habe ich denn gemacht, außer deine eine Tochter umzubringen? Ich habe doch sonst gar nichts angestellt. Ich war doch immer ein braver Junge. Jetzt soll die sich mal nicht so aufregen. Und ja, ihr habt es gerade gesehen, ne? Die ist verdammt stark. Ich meine, bei der Größe, ich glaube 2,80 Meter. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, korrigiert mich gerne. Ich meine, es wären 2,80 Meter. Das war ja die letzten Monate das Thema auf Twitter und in den sozialen Netzwerken. Die Größe von Lady Dimitrescu. Achso, da ist einfach offen. Wäre jetzt hier durchs Fenster gegangen. Halt. Okay, aber wir brauchten keinen Schlüssel. Wir können auch so in ihre Gemächer. Okay. Ich frage mich übrigens... Warte mal. Mutter rief an, um sich zu... Was? Um zu entscheiden, was mit dem Vater des Kindes geschehen soll. Nochmal von vorne. So. Mutter rief uns zu sich, um zu entscheiden, was mit dem Vater des Kindes geschehen soll. Noch so ein Familientreffen, als ob diese Missgeburten meine Geschwister wären. Allein bei dem Gedanken wird mir speiübel. Besonders Heisenberg, dieser Schwachkopf, dieses Heißluftgebläse. Selbst die Schweine im Wald haben bessere Manieren. Wenn Mutter nicht dazwischen gegangen wäre, hätte ich ihn an Ort und Stelle zerstückelt. Im Wald. Aha. Schweine im Wald haben bessere Manieren. Okay. Achso, wahrscheinlich bei dem Treffen, als wir alle Grafen getroffen haben, war? Warum nur? Warum behandelt sie mich wie die anderen? Sie gab mir dieses Schloss, hörige Töchter, ewiges Leben. Also muss ich doch etwas Besonderes für sie sein. Bin ich nicht besonders? Ich brauche einen Drink. Okay, Madame Miranda hat also Lady Dimitrescu erschaffen. Und hier... Rose,
Where are you? Ist eine Wiege. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt in ganz viele Orte, wo wir vorher noch nicht waren. Nein, aber ich wollte sagen, dass sie wohl erschaffen hat. Wo ich also eigentlich erzählen wollte, die ist ja sehr groß. Hier sieht man das ja nochmal an der Büste hier. Das Schloss ist aber nicht dafür ausgelegt, dass sie so riesig ist. Sie muss sich ja bücken, um hier durchzugehen. Das haben wir ja schon gesehen. Das heißt, früher müssen die Besitzer des Schlosses jemand anders gewesen sein, die relativ normal groß waren. Also Lady Dimitrescu hat bestimmt nicht immer hier gewohnt. Natürlich. Nee. All this for a child who isn't even here. What the hell do you ungrateful, selfish wretch! You come into my house! You lay your filthy man hands on my daughters! And now you even try to steal my property! How dare you! Rest while you can! Because I will hunt you! And I will break you! I break you! Go ahead, do your worst! Oh, ich weiß, wo wir sind. So viel zum Thema, wir kommen nicht mehr hier unten. Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Ne, wir sind wieder woanders. Okay, ich dachte, wir wären hier unten bei den Zellen wieder. Aber ne, wir sind ganz woanders gelandet. Oh Gott, haben wir die jetzt am Arsch? Ist das jetzt wie Mr. X oder wie Nemesis? Oh Gott, nein, bitte nicht. Musik beruhigt dich. So, wir haben genug Munition. Ah, ich weiß wieder, wo wir sind. Glaube ich. Nee. Wir sind irgendwo ganz anders. Ich weiß nicht. Schloss Dimitrescu. Zweites Untergeschoss. Okay, wir sind ganz unten. Wir sind noch unter dem Weinkeller. Oh mein Gott. Die ist doch bestimmt jetzt auf dem Weg hier runter. Oh mein Gott. Mutti ist sauer. Das könnte übel ausgehen. Oh, krass, ne, dass es noch zwei Untergeschosse gibt. Hier Kellergewölbe sind wir jetzt. So, ich muss auch hier wieder gucken, ob wir irgendwas übersehen haben. Aha. Aha. 1000 Lei. Na dann, kann nichts mehr passieren. Chemikalie, sehr gut. Wie viel Heilung habe ich denn eigentlich? 2, das reicht erstmal. Und wir haben auch noch den Sprenghans dabei. Also die... Was ist das? Die Granate? Die Sprengstoff? Ich weiß nicht. Irgendwas haben wir noch dabei auf jeden Fall. Was? Zum Teufel? Was ist denn falsch mit der? Before you ever see me, Chuck. Freunde. You will learn ich hab, ich hab die Hand, was, ich kann keine Waffe benutzen. Was soll ich mich verarschen? Wohin? 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 Ich hab keine Ahnung, wohin. Tschüss, ich muss weg. Where do you think you're? Hier, meine Hand. Ich nehm die mal mit. Was? Nein, ach komm. Hör doch auf! Jetzt! Ach, scheiße! Nee, nee. Okay, was? Hand. Was kann ich benutzt werden? Kann ich die wieder dran machen? Wo ist meine Hand? Abgetrennte Hand. Zurücksetzen, rechte Hand kann nicht benutzt werden. Ja, als. Rechte Hand kann nicht benutzt werden. Ist jetzt im Inventar. Oh Gott, nein! Nein, ich muss doch irgendwie hier raus! Ich kann keine. Scheiße. Ihr seid ja so lustig. Ich kann keine Waffe benutzen, nichts. Okay, komm mal hier rum. So, kann ich mit der linken Hand vielleicht hier... Wieso kann ich das nicht... Ach, hier ist es offen. Na, Gott sei Dank. Ah! Nö, nö, nö! Ich mach das mal nicht. So. Ich muss da vorne leider hin, wo du gerade lang bist. Warte mal, wo geht's denn hier raus? Ach, da ist eine Tür. Okay. Okay. Wieso konnte die eigentlich da vorne jetzt um die Ecke? Ach so, ah. So, ciao.
Nö. Sehe ich nicht. Mach dir da einfach mal den Wolverine. Schneller, Ethan. Oh Gott. Was ist das? Maske der Trauer. Ah, das ist eine von denen, die ich hier oben brauche, glaube ich. So, ciao. Running will get you nowhere. Hat die uns einfach mal den Arm abgeschlagen? Ich fass es nicht. Aber wir kennen uns ja aus. Wir machen einfach Mr. Android und dann geht das. Neue Hand dran, kurz dran halten und dann moderne Medizin. So, müsste gleich wieder gehen. So, was geht doch nur in Resident Evil? Alter, das ist so krass, ne? Wir kennen das ja aus Teil 7. Da konnte man das mit Jack ja erleben, dass Jack einem mit einer Schaufel den Fuß abtrennt und dann hat man das auch so wieder dran gemacht. Das heißt, Ethan kennt sich ja aus damit. Oh Gott. Ja, da wirft jemand wieder mit Feinden. So, wo haben wir jetzt noch überall... Alter, was? Ich muss mal kurz durchatmen. So, ich würde vielleicht erstmal speichern, oder? Ich glaube, wir gehen erstmal speichern. Ja. Später. So, hier war die andere. Ich muss aber jetzt erstmal... Ja, wir gehen erstmal speichern. Ganz, ganz wichtig. Bevor ich irgendwo anders hingehe. Und dann gucke ich mal, wo wir noch verschlossene Türen hätten. Ah, hier kann ich auch gleich loslegen. So, erstmal hier. Hallo, Duke. It's a pleasure to see you safe. How were things? Naja, war schon besser. I'm so sorry it turned out that way. Well, you'll find your way to her once you're out of this castle. Do you have need of anything for the road ahead? Welcome, welcome. You're sure to find something new. Da gehe ich doch von aus. So, erstmal kurz durchatmen. Ich... Alter, hat die uns einfach mal die Hand abgemacht, ne? So, eine Rohrbombe war das. So, Abwurf mit der Hand, alles klar. So, was können wir denn noch herstellen? Ich guck mal gerade. Alter, wir haben eine Menge Zeug. Ich glaube, jetzt würde sich das sogar lohnen, die Schrotflintenmunition herzustellen. Ich hol mir das mal, ja? Well then, feel free to peruse. Ja, aber natürlich. So, das ist alles ausverkauft. Schön. Hier, Herstellung von... Scharfschützenmunition. Nee, nein, nicht Scharfschütze. Hier. Flintenmunition. Ja. So, für die Flinte erhöht die Feuerrate. Das brauche ich noch nicht. Ich hätte gerne... das größere Magazin für die Flinte habe ich schon gekauft. Wo ist das eigentlich? Was verkauft? Heilung, Munition, Waffen, Zubehör. Ah nee, das ist für die Pistole. Erhöht beträchtlich. Okay, speziell für die Feuerrate. Weiß ich nicht, ob ich das will. Ich habe ja noch ein bisschen was zu verkaufen. Da gucken wir gleich mal. What are you buying? Ach schön, ich mag dieses Easter Egg. Ich mag dieses Easter Egg. So, Heck. Ja, dieses Easter Heck. So, Flintenmunition. Okay, alles klar. Machen wir erstmal das hier weg. Kleinvieh macht auch Mist. Ganz genau sieht's aus. So. Was kann ich noch so verkaufen? Zutaten, sonstiges, Heilung, Munition. Möchte ich alles nicht. Was kostet eigentlich die Rohrbombe? Die gibt 300. Okay, das ist jetzt nicht so die Welt, ne? So, mehr Wumms für die Wumme. Diddle-didim, Feuerrad nach deiner Magazingröße. Ich könnte auch einfach... Warte mal, die Magazingröße erhöhen kostet 4000. Ich gucke mal gerade, da würde das dann auf 12 gehen, also für 12 Schuss. Was ist denn mit der Erweiterung? Wie viel kriege ich da mit dazu? Steht da nicht, kostet 9000. Da steht aber nicht, wie viel ich dann dazu kriege, ne? Verdammt. Also entweder 9000 mit mehr Kapazität oder ich wette die hier mit 4000 auf und bezahle nur die Hälfte. Das ist jetzt eben die Frage, ne? Feuerkraft, 8000. Ja. Feuerkraft für die Schrotflinte. Die kann ich nicht mehr weiter mit der Feuerkraft verstärken, ne? Da war. Die habe ich schon. 140. Ich mach mal die Flinte. Ich verbessere mal die Flinte, komm. Leave this to me. Ja, mach ich gerne. So, dann soll es hier erstmal das gewesen sein. Please come again. Aber gerne. So, ich mach mal hier, ne? Auf einen neuen Speicherpunkt.
Sicher ist sicher. So, und jetzt muss ich mir mal das Ding angucken, was wir eingesammelt haben. Diese Maske der Tortur. Da ist nämlich bestimmt was zu tun. Moment. Wo kann ich nochmal... Oh Mann, ey. So, warte mal, drehen. So. Ah, guck mal. Das sind die zwei Dinger. Das müsste sie hier sein, ne? Sehr schön. Eins von vier haben wir schon. Gut. Alles klar. So. Dann schauen wir mal. Hier hatten wir... Da ist auf jeden Fall noch ein Schlüssel. Löschelein. Und hier ist nichts mehr. Halle der Verzückung. Da sind wir aus irgendeinem Grund noch gar nicht reingegangen. Wieso eigentlich nicht? Und hier ist auch noch eine Tür, die nicht aufgeht. Soll ich da nochmal gucken gehen? Hier bei der Halle der Verzückung? Da war ich noch nicht drin. Warum nicht? Warte mal. So, wehe, unser Flattermäuschen kommt jetzt. Nee, Gott sei Dank. Weil sonst muss ich die leider erstmal abschütteln. So, hier war... Was brauchen wir denn? Oh, komm. Achso, die ist von der anderen Seite verschlossen. Ja, okay. Nein, nix. Das war jetzt dumm und verschwenderisch von mir. So. Nö. So, lass mich mal hier durch. Hier ist noch eine Schlüsseltür für Dimitrescu. Ah, da kommen wir auch rein. Sehr gut. Oh, was haben wir denn hier? Ein Silberring. Den nehme ich gerne. Da können wir wahrscheinlich durch. Und hier... Oh! Das ging jetzt aber schnell. Oh. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist, dass ja dass die Tür dazu gegangen ist. Da bin ich mir gerade unsicher. So, irgendwas soll hier noch sein. Ich guck bewusst mal ein bisschen länger, weil... Achso, warte mal, hier ist noch was. Nee. Der Raum ist noch nicht... Ach, guck mal, da genau, das meine ich. Diese Dinger, die lassen sich runterschießen. Das war nämlich in Teil 4 auch. Und das wollte ich sagen, da habe ich schon ein paar übersehen, leider. Weil ich nicht mir sicher war, dass das geht. Beziehungsweise ich habe es einfach nicht gesehen, dass es leuchtet. Na, jetzt ist der Raum auch durchsucht. So, wo komme ich denn jetzt raus? Oh, wir haben ein neues Gebiet. Die Ritterrüstungen. Schaut mal, die Ritterrüstungen, Leute. Alter, diese Fields. Oh, ist das gut. Ich glaube, die brauchen einfach das Vierer gar nicht mehr als Remake machen. Ich meine, die machen ja eine VR-Version aus Teil 4. Das ist ja bekannt. Nein! Doch nicht jetzt. Ich muss weg. How's it feel? Ich muss irgendwo ein Fenster aufmachen. Ah, warte mal. Hör mal auf jetzt. Wieso kann ich... Ach, komm. So, hau mal ab. Lass mich mal hier... Wieso kann ich das jetzt nicht mehr machen? Oh, warte mal, hier. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Warte. So. Voll leid. So, das war's. Ich weiß nämlich schon, was ich mit dir machen muss. Ich kenne nämlich eure Schwäche. Tja, tut mir leid. Doch. It's a lie. It's unmöglich, nein. So, moin. Doch. Oh. Nein, tue ich nicht. Ich bin mein eigener Herr. Puh, kristalliner Torso. So, ich war nämlich leider ein bisschen voreilig, glaube ich, was das Verkaufen betrifft, weil ich habe gedacht, vielleicht können wir diese Torsen, die Torsenfreunde, die wir da sammeln, vielleicht können wir die später noch irgendwo gebrauchen. Hier, ich muss übrigens sagen, ne, die Mädels sind ganz schön low. Die haben nicht viel drauf.
Das war jetzt relativ easy, wieder die zu besiegen. Aber wie gesagt, ich will mich nicht beschweren. Es könnte noch schwieriger werden später. Aber wir haben schon zwei von den Sisters erledigt. Also ich muss schon sagen, das ist nicht so das Allerschlechteste. Was ist denn das da? Ups, es ist leider ein bisschen schwammig, weil ich die Maus so hochgestellt habe. So, keine Ahnung, da ist irgendwas zu. Ich glaube, das ist das. So, kann ich hier raus? Muss ich hier raus? Ne, ich kann hier nicht raus. Okay, wir müssen einfach wieder zurück. So, war das jetzt die aus der Haupthalle? Ich bin mir nicht sicher. Die war auch blond, ne? Es gibt, glaube ich, zwei blonde und eine dunkelhaarige. Bin mir nicht sicher. So, was lässt sich nicht öffnen? Ich verstehe. Okay, wir müssen einen anderen Ausweg finden. Wir müssen einen anderen Ausgang finden als denjenigen welchen. So, was ist das? Die Waffenkammer. Dafür habe ich aber wenig Waffen gefunden. Die Tür ist blockiert. So, hier kann ich nicht rausspringen. Und ich komme nicht raus. Warte mal, hier gibt es aber auch keine zweite Tür, ne? Die ich jetzt irgendwie öffnen könnte, um zu sagen, hey, mach mal da auf und dann komme ich durch die Tür vorne rein. Aber nein. Das ist aber jetzt nicht so schön. Kann ich mit dem Ding hier irgendwie... Ja, wie kriege ich die hier raus? Wahrscheinlich erst später, wa? Ich dachte schon, ich kann mir die jetzt einfach mitnehmen, aber dem ist leider nicht so. Oh, das ist aber übel. Da könnte man locker runterspringen jetzt mal, ohne Mist. Also das würde locker funktionieren, ganz klar. Oh. Okay, Leute, ich würde aber sagen, das Rätsel löse ich in der nächsten Folge. Ich gucke jetzt gerade nochmal schnell hier unten. Aber hier war auch nichts, hier war nur so ein Brett. Und das Einzige, was ich machen kann, ist das Ding wieder da einsetzen und dann geht die Tür wieder auf. Und ich komme nicht raus. Oder ich muss das irgendwie mit irgendwas drunter schieben, vielleicht, dass das offen bleibt. Gemein. Ich weiß es noch nicht, Leute. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an, ja? Okay, bis zum nächsten Mal. Bis dann.